Als Kanalmitglied Tagesprophet seht ihr alle Videos einen Tag vor der eigentlichen Veröffentlichung. Weitere Infos zur Kanalmitgliedschaft findet ihr in Videobeschreibung und Infobox. Ja, die Weihnachtsgrüße im letzten Video hätte ich mir sparen können, denn wir sehen uns jetzt hier doch nochmal vor dem Heiligen Abend. Und zwar für die 12 Tasks of Christmas oder auf Deutsch die 12 Weihnachtsaufgaben. Ein Event, das einen weihnachtlichen Bezug hat, aber nach Weihnachten startet, fast schon im Januar. Und ich sagte schon mal, ich finde das ein bisschen komisch, aber ich will nicht drüber meckern. Das Event, die 12 Weihnachtsaufgaben, das startet am Dienstag, den 29. Dezember um 20 Uhr, geht dann bis Donnerstag, also den darauf folgenden Donnerstag, 7. Januar um 20 Uhr. Und zum Event gibt es wirklich eine ganze Menge zu erzählen. Ich habe hier mein Word-Dokument offen und das geht über fast 2 Seiten. Also es passiert da eine ganze Menge. Zunächst gibt es geboostete Faunables, also Faunables, die vermehrt auf der Karte auftauchen werden und vermehrt durch das Tonikum zur Spurenentdeckung spawnen. Da sind wirklich viele dabei, ich trage die gleich gerne vor. Blöderweise brauche ich kein einziges mehr davon und das ist direkt eine Sache, die mich zum einen ärgert und die ich auch so ein bisschen kritisieren möchte. Die Faunables sind oft einfach sinnlos gewählt. Oder kommt das nur mir so vor? Schreibt's bitte in die Kommentare. So, die geboosteten Faunables für unsere Weihnachtsaufgaben. Zunächst die Gryffindor-Schülerin, Gefahrenstufe Mittel, von der Registerfamilie die Hogwarts-Schule und vom Registerblatt Verteidigung gegen die dunklen Künste Lehrsaal. Dann der Verwalter im Ministerium, Gefahrenstufe Mittel, Familie Zaubereiministerium, Blatt Atrium des Ministeriums. Die Babyalraune sehr hoch, die Wunder der Welt der Zauberei und Bahnhof King's Cross. Picket, Ernst, Magiezoologie, Central Park, die Spieluhr, Mittel, die Wunder der Welt der Zauberei und Raum der Wünsche 4, die Okami-Eier, sehr hoch, Magiezoologie, Straßen in New York, der Goldene Schnatz, sehr hoch, magische Spiele und Sportarten, Hogwarts Quidditch-Feld, dann der Quidditch-Kapitän, Harry Potter, Gefahrenstufe Notfall, magische Spiele und Sportarten, vom Blatt Trimagisches Labyrinth, der junge Harry Potter, Ernst, Legenden von Hogwarts, Lehrsaal für das Fach Zaubertränke, dann Hagrid und Madame Maxime, sehr hoch, Familie Legenden von Hogwarts, Blatt Weihnachtsball, große Halle, Angelina und Fred, sehr hoch, Legenden von Hogwarts, Weihnachtsball, große Halle, genauso wie Hermine und Victor, Gefahrenstufe Ernst und Parvati und Harry, Gefahrenstufe Ernst, ebenfalls Legenden von Hogwarts und der Weihnachtsball in der großen Halle. Also viele Faunables, die dann zumindest einen weihnachtlichen Bezug haben. Dann, um diese Weihnachtsball-Große-Halle-Registerblattseite zu vervollständigen, gibt es ein garantiertes Fragment in speziellen 1 Kilometer Portkeys, in Event Portkeys. Und zwar gibt es dort das Weihnachtsball-Programm, sodass man dieses Blatt eigentlich abschließen könnte, wenn man es nicht schon abgeschlossen hat. Also, wenn ihr das braucht, haltet euch ran, lauft Portkeys und guckt, dass ihr das voll bekommt. Zusätzlich gibt es noch was Interessantes bezüglich der Zauberer-Herausforderungen. Auch wieder auf die Legenden von Hogwarts bezogen, und zwar auf alle anderen Festungsfragmente dieser ganzen Registerfamilie. Darauf gibt es eine erhöhte Chance, in Festungskämpfen diese eben zu bekommen, wenn man einen passenden Runenstein verwendet. Und das sind folgende Fragmente. Das Buch Zaubertränke für Fortgeschrittene vom Lehrsaal für das Fach Zaubertränke. Der fliegende Schlüssel und die Zauberschachdame vom Blatt Schachkammer. Die Mitgliederliste der DA aus dem Raum der Wünsche 5
und die unfertige Karte des Rumtreibers vom Registerblatt Hogwarts Gelände. Und wie wir das von anderen Events kennen, gibt es auch wieder ab der Waldkammer 4 ein garantiertes Fragment. Abhängig davon, welchen Runenstein man da verwendet, bekommt ihr eben auf jeden Fall ein Fragment aus dem Festungskampf. Zusätzlich gibt es erhöhte Erfahrungspunkte, erhöhte Herausforderungspunkte und Zauberenergie als Sonderbelohnung, wenn man die Kammer abschließt. Ihr merkt, ich rede schon eine ganze Zeit und wir sind noch nicht am Ende, denn wir sind ja noch gar nicht bei den 12 Weihnachtsaufgaben angekommen. Und es sind wirklich 12 und was ich witzig finde, es wird absteigend weniger an Mengen, die man in den einzelnen Aufgaben braucht. Ihr werdet schon sehen, was ich meine. Die erste Aufgabe ist, wendet 12 Meisteranmerkungen beim Trankbrauen an. Also eine 12 und beim nächsten gibt es eine 11. Verwendet 11 effektive Extimolo-Tränke. Ja, sehr, sehr unnötig. Dann schließt 10 Zauberer-Herausforderungen in der Turmkammer 5 ab. Befreit 9 tanzende Trolle. Und damit sind Faunables gemeint, die von Trollen bewacht werden. Dann platziert 8 Bilder im Register, befreit 7 schwimmende Faunables und damit sind Faunables gemeint, die von der Wasserkugel bewacht werden. Dann befreit 6 Okami-Eier, befreit 5-mal den goldenen Schnatz, platziert 4 Bilder auf der Registerseite Weihnachtsball Große Halle, gewinnt 3-mal in eurer höchsten freigeschalteten Festungskammer. Das kennen wir auch, sonst war es immer ein Kampf, jetzt sind es 3 bei vermutlich inzwischen allen, die dunkle Kammer 5. Dann zaubert 2 meisterhafte Zauber und befreit einen Jungen, der überlebte. Und das ist witzig. Also die schwimmenden Foundables und die tanzenden Trolle verstehe ich nicht. Klärt mich da gerne auf. Aber der Junge, der überlebte, witzig, einen braucht ihr. Und damit ist natürlich der gute Harry Potter gemeint. Dann Belohnungen. Was gibt es denn für diese 12 Aufgaben mit vielen kleinen Sachen, die wir da tun müssen, ist insgesamt viel, finde ich. An Belohnungen gibt es unter anderem einen Antiobskuranten, 2 Silberschlüssel, 10 Goldmünzen, 2 Zauberbücher, 2 Bücher der Verteidigung gegen die dunklen Künste und Geschenke. Weihnachtsgeschenke für unsere Freunde in Wizards Unite. Denkt dran, macht Platz, denn sonst fallen die leider unter den Tisch. Und dann gibt es zum Abschluss natürlich Bundles. Und es wäre jetzt die letzte Chance gewesen, uns zu Weihnachten und zum Abschluss dieses schwierigen Jahres etwas Tolles zu präsentieren. Aber nein, es ist nicht geschehen. Es gibt wie immer ein kostenloses Geschenk mit Trankzutaten, einem Runenstein Level 1 Legenden von Hogwarts und 50 Zauberenergie, dann ein SOS-Bundle mit 5 Extimolo-Tränken, 3 Tonikum zur Spurenentdeckung und 125 Zauberenergie für 410 Goldmünzen und ein Ministeriums-Bundle mit 6 effektiven Extimolo-Tränken, 5 Silberschlüsseln, 3 Tonikum zur Spurenentdeckung, 5 Runensteine Level 5 Legenden von Hogwarts und 125 Zauberenergie für 780 Goldmünzen. Was soll das, Mensch? Und mir kam gerade eben die spontane Idee, wie hätte denn eurer Meinung nach solch ein Geschenk aussehen sollen? Zu Weihnachten, zum Abschluss dieses Jahres 2020, zum Start in eine bessere Zukunft, in ein besseres Jahr. Was wäre denn da ein faires Paket zu einem fairen Preis gewesen? Das interessiert mich. Was ist da eure Meinung? Schreibt sie bitte in die Kommentare. Ich bin irgendwie ein bisschen hibbelig heute. Ja, ab morgen habe ich Urlaub. Ab morgen, endlich. Der wohlverdiente Weihnachtsurlaub. Und wir sind am Ende angekommen. Am Ende meines Videoguides zu den 12 Weihnachtsaufgaben, zu den 12 Tasks of Christmas. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Event. Oh.
Ich fühle mich so, als hätte ich irgendwie Weihnachtspunsch getrunken. Habe ich aber nicht. Ich glaube, es ist zu spät. Ich bin übermüdet. Alles klar. Ich mache auch mal so. Ich ziehe das Video jetzt einfach in die Länge. Dann wird es wenigstens 10 Minuten und ich kann mehr Werbung schalten. Gut. Gott, das war zu laut. Ich darf nicht so laut klatschen, das übersteuert. So. Das war's aber jetzt. Falls ihr noch dran seid, vielen Dank fürs Zuschauen. Und zum Abschluss wünsche ich euch natürlich noch letzte schöne Tage vor dem Heiligen Abend. Ein tolles Fest und nach Weihnachten sehen wir uns definitiv wieder. Bis dahin sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Tschö und gerne bis zum nächsten Mal.